Boah, das Anbeterin ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Vertrautentier. Aber ziemlich squishy, wie man sieht. Ich wusste gar Ja, nicht, dass und man hat, glaube Insekten ich, als sonst keine Vertrautentiere haben Fähigkeiten. kann. Spinnenhexen können das. Spinneninsekten. Spinnen sind keine Insekten. Spinnen haben 8 Beine. Insekten haben 6 Beine. Ich glaube, es kommt da auf die Einstellung der Hexe an. Und nicht, ob was das am Ende ist. Geht alles für als Vierbeiner. Gottesanbeterin, da hasst die Hexe ihre Männchen dann besonders, oder wie? Natürlich. Sie mag sie, sie findet sie so besonders lecker. Kann man einen Löwen als Vertrautentier haben? Ich bin mir sicher, da gewinnt man bei der Runde wirklich Oh Bonus. ja, kann man. Also den Roman nach geht das auf jeden Fall. Katzenhexen können das bestimmt. Aber leider gibt es keine Katzenhexe. Also musst du wohl cross-trainern, wenn du das willst. Das werde ich nicht tun. Dann ist gut. Aber wen juckt Aber das? ich habe auch schon Leute gesehen, die Parder oder Schattenlöwen als Vertrauten hatten. Also Katzenhexen. Ach ja, wir machen Pause. Wann machen wir weiter? 1 Stunde. 28 Minuten. Ich Jo. freue mich gerade, dass ihr die Gottesanbieterin bekommen habt, aber ich ärgere mich, dass ihr die Hexe bekommen habt. Die hätte ich mich doch gerne in der Mine gehabt. Aber das ist okay. Also dann sind sie zumindest nicht gewarnt. Ich freue mich, dass wir die Hexe bekommen haben. Ja, ich weiß, dass du dich freust. Ja, ich auch. Nee, das also in Du der hättest die Hexe auch, Mine. du hättest auch dafür sorgen können, dass wir die Hexe nicht bekommen, indem du Kasim gesagt hättest, denk dran, dein Zauber muss in einer Aktion durchgehen, sonst ist sie zu weit weg. Der Ja, zaubert ja eine aber. ganze Zeit lang daran rum, an dem Zauber, den ich Ich bin Faxus ja vorhin gesagt kein habe. Arsch. Genau genommen. Was denn? 2 Runden habe ich da Genau. dann daran gezaubert. Genau. Und wenn die mit 50 km/h fliegt, ist sie in 2 Kampfrunden außerhalb deiner Reichweite von Ah, die 1 Sekunde muss ich auch oder 2 Metern. beschleunigen, ne? Naja, das gibt's bei DSA nicht. Die ist Ja, Regel aber auf 100. bei DSA gibt's keine Ach. Physik. Und auch keine Biologie und keine Chemie, also. Die ist Ja, instantan. nicht. Du wirst innerhalb von Pass auf, Aventurien, würde dir widersprechen. wenn ich in einer Kampfrunde irgendwo rumstehe und sage, ich sprinte jetzt, dann muss ich auch nicht beschleunigen, dass ich nur mit der Sprintgeschwindigkeit starten darf, sondern ich darf ja auch sofort meine volle Sprintgeschwindigkeit nehmen. Ja, Schon. okay, das stimmt, ja. Hat euch irgendwer den Hartholzharnisch eingesackt? Ist ja noch Ist ja nicht. noch nicht. Nein. Sollten wir vielleicht machen. Das wäre zumindest was, was Brindidlian und Kasim später an Bord des Schiffs auch tragen können, ohne dass es sie in ihren Fähigkeiten behindert. Der ist Schmeiß bestimmt flacher, das verfliegt. einfach die Hälfte deiner Ausrüstung weg, dann kannst du dir wahrscheinlich einen Hartholzharnisch mitnehmen, weil der ein bisschen schwerer ist. Stimmt, was wiegt zum Teil? Da bin ich erstmal wieder. Baby, ich schau mal gerade nach. Das ist irgendwie das Problem, wenn man Magier nur ein Ziel Sieben gilt. Kilogramm wiegt ein marokkanischer Hartholzharnisch. Ja, Das ist nichts. herrlich. Also wenn du ihn trägst, wiegt er nur noch 3,5. Das Du heißt. kannst ja die ganze Zeit damit rumfliegen. Ein Kettenhemd wiegt Nein, doppelt kann so ich nicht. Ich viel. habe das Talent Fliegen nicht und ich glaube, es kann nur Hexen können Hexenfluggeräte bedienen. Das weiß ich nicht. Also es ist eingerieben mit dieser Flugpaste, aber ich weiß nicht, ob du damit auf. Also, keine Ahnung. Es wäre natürlich hart geil, Johnny, wenn wir du, jetzt. Johnny, du hast doch schon mal einen Hexer gespielt. Erzähl mal. Ja, was denn? Kann jetzt Kasim damit rumfliegen? Nein. Nein. Also Dafür in bräuchte die Hiawatha Hexe geben, Rap die kann das können. nicht, Ne, er müsste oder? die Ritualkunde der Ja, Hexen wahrscheinlich wahrscheinlich als können. Hexe kann das, klar. Aber es ist ein Hartholzharnisch. Was hat denn der so für Behinderung? Nicht so viel, aber das ist für die Caster interessant, dass eben eine Ja, Rüstung was ist, hat die das das für kann. Gesamtbehinderung? Rüstungsschutz Gesamt 2,7, Gewand, Behinderung, Gewand, GBE nur 1,7. Also Das ist zwei ein ziemlich Punkte. Sternchen. Also Ja, das hier sind. steht, bei ihren Werten steht eine 4,2 drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die da schon eine Rüstungsgewöhnung drin hat. Das steht hier bei Ja, den das. NPCs nicht drin. Ja, so steht es auch im Arsenal. Ist 4-2. Genau, Ja. 4,2 ist aber für Nicht-Zonenrüstung. In Zonenrüstung gibt es ja eine Gesamtzonenrüstung, das ist das Ding 2,7 und eine Gesamt-BE von 1,7. Ihr müsst ja Ja. die Zonenwerte nehmen für uns. Wir spielen ja detailliert mit Zonenwerten, nur das Ja, aber das NPC ist doch ist auch 2 dann effektiv, oder? 2,7. Ja, 3. zwei, also 1,7 Komma Sternchen. Stellen werden beim Kombinieren von Rüstungen hauptsächlich interessant. 3,2 kommt im Endeffekt da raus, jetzt hier, wenn er das Ding einfach anziehen würde. Wenn er es jetzt anzieht, hat er 2 Punkte Behinderung. Genau. Ja. Das Kann wären ich dann auch sagen. nur die 2, aber ich weiß nicht, ob ich das riskieren will. Nee, Andererseits wäre es da ein kippst du uns Mückenschutz. um. Das Problem ist einfach, du kannst das Ding im Moment nicht tragen, weil du kannst dir keine Behinderung leisten. Und wenn du das Ding nicht tragen kannst, musst du 7 Kilogramm ausgleichen. Das heißt, du kannst den größten Teil deiner Ausrüstung wegschmeißen. Also Ja. wenn wir mit 2 Behinderungen hier durchlaufen und keine Probleme haben könnten, hätte ich jetzt auch ein Kettenhemd an. Ich auch. Ja, die können das ja offensichtlich. Man Nein. was man bräuchte, wäre natürlich eine Niemand Kettenweste. läuft. Die kann man auf 0 Also aus BE unserer gesamten drücken. Gruppe hat niemand auch nur einen Punkt Also, Behinderung. mit die meine ich die ganzen Widerstands- und Dschungelkämpfer.
Naja, die alte hier, die fliegt. Naja, die haben aber auch irgendwelche festen Lager. Und die haben eine Rüstungsgewöhnung vor allem und rennen effektiv mit einem Punkt nur rum. Was ja, für ein Punkt? Die wollen ja nicht über die gesamte, die wollen ja nicht über die gesamte Insel rennen, sondern die haben irgendwo Lager, also die Dschungelcamper jetzt hier wie Abuja nieder. Die legt sich halt am Tag, legt sich halt hin oder die steht halt die ganze Zeit rum und passt auf und läuft nicht, wie gesagt, durch die Gegend. Also wenn die wandern, aber auch mal weg. Was wenn die wandern, dann wandern die eben deutlich langsamer als wir. Ciao, ciao. Das kommt auch noch dazu, die wollen ja nicht endlich an der Drecksmine sein. Aber ich will eigentlich gar nicht endlich an der Drecksmine sein, weil ich weiß ganz genau, dass wir dann aus Maul kriegen. Hat Kasim seine Astralenergie eigentlich angepasst in Map-Tools? Ich glaube, der macht das die ganze Zeit über nicht. Ich glaube, der checkt das irgendwie nicht so richtig, wie das funktioniert. Ich muss doch meine HP nochmal anpassen, siehst du? Machst du die beiden noch irgendwie anklickbar? Also zumindest noch die Hexe noch anklickbar? Kann man einen Spinnenhexer sein und als Vertrautentier eine Maraska haben? Ja, das ist sogar sehr üblich. Aber nur auf Maraskan, oder? Ja. Für Maraskan, ja, genau. Du kannst ja auch Maraske gibt es ja auch auf dem Festland, in der Nähe von Kunchum zum Beispiel. Ja, ich weiß, wo wir nicht hingehen. Was? Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich habe den Mimimi gehört. Du hast nicht Mimimi gehört, du hast Mimimi gehört. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich sehe eine große Karte und ich befürchte, dass wir uns gleich taktisch durchbewegen werden. Dreck, Kunchum, Dreck, Alarm. Nein, nicht Kunchum, schau doch mal auf die Karte, Junge. Ja, die sehe ich auch, darum geht's nicht. Die ist nicht wichtig. Ich meine, ich sehe recht schon ein Lagerfeuer. Wir werden vermutlich wieder mal eine Lagerstelle suchen dürfen. Die Frostkenner ran uns durch die Gegend, während ich uns angeguckt habe. Damit will ich dir sagen, du bist ein Lappen. Ich spreche nur aus, was jeder hier denkt. Sag mal, Frosty, war es geplant, dass wir die Hexe dran kriegen? Ja, dann gesagt. Nee, also wie gesagt, ihr solltet die nicht töten. Die Gottesanbeterin hättet ihr kriegen können. Das ist okay. Aber die Hexe wollte ich gerne noch behalten. Ja, das ist halt das Problem, wenn du dem Magier nur ein Ziel gibst. Er sagt, ja, ich pumpe da mal den ganzen ASP rein und leg los. Ja, aber er kann halt nicht regenerieren. Also, was regeneriert er denn? Nix. Stimmt. Stimmt auch. So, und aber ich glaube, es war besser, sie jetzt loszuwerden, als hinterher, wenn sie uns nochmal auf den Sack gehen kann. Ja, das Problem ist, wenn sie weitergeflogen wäre, dann hätte sie halt die anderen warnen können. Ach, die wissen jetzt nicht, dass wir kommen. Oh, wie geil. So, und ich überlege gerade. Eigentlich müssten wir erstmal CSI Maraskan auspacken und gucken, ob ihre Stiefel zu den Fußspuren passen, die wir gefunden haben. Also, ja, sie hat zwar Schadenspunkte bekommen, aber sie hat keine Wunde bekommen. Und, der Verlust ihres Seelentiers ist zwar unglaublich schmerzhaft, aber sie kann halt fliehen. Jetzt durch die Wunde von Kasim ging das nicht, da ist sie dann halt abgestürzt. Und dann haben die 20 Meter den Rest gegeben. Ich bitte dich. Das kannst du uns ja verraten. Also 43 Lebenspunkte, die musst du auch erstmal runterzehren, gerade wenn sie einen Rüstungsschutz von 4 hat. Und wenn sie die ganze Zeit irgendwelche Zauber sprechen kann. Die wäre schon guter Gegner gewesen, auf jeden Fall. Sie hat einen Adlerschwinge Wolfsgestalt, eine große Preiosanbeterin. Ja gut. Müssten Paktierer nicht irgendwie Schaden kriegen, wenn sie sich in Preiosanbeterin verwandeln? Nein. Hier steht nicht drin, dass sie eine Paktierin ist. Das steht hier nicht drin. Müssten Zauberer nicht unbedingt Schaden kriegen, wenn sie sich in einen Preios-Anbeter verwandeln? Nein, weil Preios ja nichts gegen Magie hat. Das ist ja total die Fehlinterpretation. Ja, ja, Preios hat zumindest nichts gegen Magie, die sich an die Gesetze hält, schon klar. Sonst müsste ich ja auch dauernd unseren Magiern auf den Sack gehen. Tust du ja. Womit habe ich den jetzt verdient? Du weißt einfach nicht, wo deine Grenzen sind, im Gegensatz zu mir. Das Endurium-Korps ist eine der 5 besten Kampfgruppen Hafax. Und die Helden können froh sein, dass er ihnen bisher nicht die bislang unbesiegten Streiter des Titanium- oder Eternium-Korb geschickt hat. Das ist nur das Endurium-Korb. Nur das Endurium-Korb, genau. Der Bruder von Sarastro Dorkstein macht damit. Perdido. Von wem? Sarastro Dorkstein. Wer ist das? Ja, das ist die Frage an euch. Wer ist der Sarastro Dorkstein?
Ist Janans Papa. Nein, mein Vater ist... mein Vater. Ein Hund hast du gesagt, so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Hör im Himmel, was ist heute falsch mit dir? Abgesehen davon, dass Johnny irgendwie einen Hexenschuss hat und Frosty uns die Hexe auf den Hals jagt. Ja, und Prodigian hat jetzt IT1 und Johnny OT. Wie hat er jetzt eigentlich so schnell sich den Hexenschuss eingefangen? Eigentlich auch durch das Vieh, oder? Meisterwillkür. Sozusagen Meisterwillkür, okay. Du hast gesagt, wenn das Vieh jetzt sterben muss, dann muss es noch wenigstens einmal einen austeilen. Ja, komm. Ja. Der geht auch wieder weg, aber... Ich finde ja gut, dass er den hat, nicht ich. Ich hätte sogar gefunden, wenn Johnny den gekriegt hätte. Steuerung F, Hexenschuss. Ich weiß nicht, wie lange dauert der? Hält bestimmt Zettelfischstädtchen Tage. Nee, da macht man irgendwie je Spielrunde irgendwelche Proben, dass der sich abbaut. Genau. Das wird über Nacht weggehen. Dem Opfer fährt ein plötzlicher Schmerz in den Rücken. Hier steht nicht, dass hier irgendwie der lange dauert. Was wie lange dauert ein Ritual? Der ist keine für ein Ritual bei. Hier unten steht's doch, nach jeder Spielrunde legt das Opfer eine Gegenprobe ab. Ist das so? Wo steht Wenn diese da? Gelingt, ist der Schmerz etwas gelindert und die Hand muss wieder um einen Punkt zurück. Ja, dann ist er danach wieder weg, aber ich fand's halt in dem Moment cool, dass Fredigia nicht mal diese Gottesanbeterin aufheben kann, sondern die so schwer ist, dass er einen Hexenschuss kriegt. Man probt dagegen im Übrigen mit Konstitution. Erschwert um RKP, Stern, erschwert um 3, aber du kannst ja selber lesen. Ja, Johnny, dann. Ja, wenn das im Spielrundenformat gehen würde, wäre ich ja meinen schon lange los. Johnny, dann würfel mal Konsti. Ja. Ja, bestimmt bist du ein Lappen.